Verursacht roher Teig Bauchschmerzen? Ob Teig Bauchschmerzen verursacht, hängt unter anderem von der Menge, aber auch von der Empfindlichkeit des Verdauungssystems ab. Enthaltene Backtriebmittel wie Hefe und Backpulver arbeiten im Magen weiter. Sie produzieren Kohlendioxid, das sich im Magen-Darm-Trakt sammelt. Ein unangenehmes Gefühl des Aufstoßenmüssens kann entstehen. Naschen wir zu viel Teig und haben vielleicht auch noch einen empfindlichen Magen, steigert sich dieses Gefühl bis zur Übelkeit. Beim Verzehr von rohen Eiern besteht zudem die Gefahr einer Salmonellenvergiftung. Salmonellen befinden sich vor allem an der Schale von Eiern. Gelangen die Bakterien in den Darm, können ihre giftigen Stoffwechselprodukte Durchfall, Kopf- und Bauchschmerzen, Erbrechen und auch Fieber auslösen.